dann muss man Nancy Faeser einfach auch mal Danke sagen. Dank ihr, dank dieser Klatsche in ihr Gesicht, dank Nancy Faeser und dieser ganzen Comeback-Sache war das News-Mikrofon gestern Abend in der Tagesschau, wurde von vielen Millionen Menschen gesehen. Nein, es ist nicht vollkommen normal, dass die Verfassungsministerin bewaffnete und vermummte Beamte in eine Redaktion schickt, diese schließen lässt, den Chef im Bademantel morgens um 6 Uhr weckt. Am Ende schicken die mir erstmal die Bullen hier rein und das Gericht macht es vielleicht hinterher wieder zurecht, aber trotzdem ist man davon ja eingeschüchtert. Es ist einfach nicht normal, nicht verhältnismäßig und eine gigantische Katastrophe für das Vertrauen in das Tun dieser Regierung. Innerhalb von 2 Tagen. Nun der zweite Rückschlag oder Tiefschlag für Nancy Faeser. Liegt die Innenministerin jetzt wirklich am Boden? Politisch könnte man das so sehen, aber da Rücktritte oder politisch angeschlagen oder sowas für feuilletonistische Kategorien sind. Es tritt faktisch in den letzten Jahren niemand mehr zurück und auch politische Rückschläge werden als solche eigentlich nicht mehr wahrgenommen, sondern ausgesessen. Ist das in der Tat von der Wortwahl her eine wirklich brutalstmögliche Zurückweisung, auch für die Verhältnisse der Ampel. Also das hat man lange nicht mehr erlebt. Man kann jetzt darüber spekulieren, ob die bevorstehenden Wahlen damit eine Rolle spielen. Buschmann hat sich ja bei anderen Projekten auch eher vorsichtig geäußert. Aber das ist so, wie er es vorgetragen hat, keine Kritik mehr, sondern das ist wirklich mit einer Keule direkt vor die Stirn geklopft. Ja. Auch wenn man natürlich sagen muss, aus liberaler Sicht ist das natürlich völlig irre, was Faeser da plant. Durchsuchungen von Wohnungen in Abwesenheit des Betroffenen. Es gibt das in Ausnahmefällen jetzt auch schon, aber unter Richtervorbehalt. Man muss notfalls Zeugen dabei haben, damit eben der Betroffene hinterher auch eine Möglichkeit hat, das Ganze anzufechten und so weiter. Du kannst eben etwas nicht anfechten, wenn du nicht dabei gewesen bist und du hast auch keine Rechtsmittel. Also es ist schon ein gewagter Vorgang. Die Innenexperten haben natürlich immer solche Fantasien, die meistens auch ganz konkrete Anlässe haben. Und bei Terrorverdacht ist es natürlich blöd, wenn du den Terrorverdächtigen darüber informierst, dass du jetzt mal suchen möchtest. Trotzdem geht es so nicht. Und dass so etwas überhaupt erstmal unabgesprochen in die Runde geht und dann den Kommentar von Buschmann kriegt, ist schon wieder so ein Stück aus dem Tollhaus. Aber wir haben uns eben nun 3 Jahre lang an Tollhaus gewöhnt und insofern another day in paradise. Da muss ich auch einfach mal, ich würde gerne einfach mal Danke sagen, weil der Marco Buschmann hat eine ganz logische, liberale Reaktion, die ich von einem liberalen Justizminister erwarte. Er hat ja viel auf die Mütze bekommen, wegen der Verlängerung der epidemischen Notlage, Corona, wo er gesagt hat, das ist jetzt alles vorbei und dann ging was auch nicht vorbei. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz auch vielleicht nicht ganz den liberalen Kern getroffen. Aber hier hat er jetzt mal einen Punkt gesetzt, das finde ich sehr gut und absolut sehr wichtig. Das wollen wir an der Stelle auch mal loben, weil einfach, wie es Ralf gesagt hat, man wird ja in diesem Tollhaus irgendwie nach und nach wahnsinnig, wenn die Ministerin Polizisten in Redaktionsstuben, in kritikwürdige und krude und antisemitische Redaktionsstuben, aber überhaupt gar nicht die Pressefreiheit beachtet. Wir hatten gestern hier den Verfassungsrechtler Volker Böhme-Nessler, Professor Volker Böhme-Nessler, der genau auch darüber gesprochen hat, was Ralf beschrieben hat. Man darf eben nur jemandes Wohnung unterzeugen und am besten oder im Ideal oder im Normalfall mit der Person selbst untersuchen, damit der Bürger immer noch den Blick hat, was macht die Exekutive mit ihrer Macht, mit ihrer Waffengewalt und kann ich das nachher anfechten? Und zum Glück gibt es dann auch Gerichte, die solche Entscheidungen anfechten, wie das Kompaktverbot. Also es gibt einen funktionierenden Rechtsstaat und die Regierung muss halt aufpassen, dass sie ihn nicht selbst aktiv in Misskredit bringt, indem sie ständig mit solchen wahnsinnigen Vorschlägen kommt, wie Nancy Faeser es halt leider in aller Regelmäßigkeit tut. Gestern gab ja Nancy Faeser im Berliner Ostbahnhof eine Pressekonferenz, an der Journalisten jeweils nur 2 Fragen stellen durften. Natürlich war unsere sensationelle Newsreporterin Zara Riffler mit dabei und die hat die Innenministerin mit den letzten Tagen konfrontiert und sie auch direkt über ihre Zukunft als Innenministerin befragt. Schauen und hören wir hier mal rein. Frau Ministerin, Ihr eigener Koalitionspartner sagt, die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts sei für eine Verfassungsministerin eine böse Klatsche. Offenbar haben Sie auch den Bundeskanzler enttäuscht, der neulich auch zu News sagte, dass wir alle davon ausgehen können, dass Sie alle Fragen geprüft haben. Deswegen möchten wir Sie bitte fragen, treten Sie jetzt zurück? Also, ich will noch mal betonen, dass wir natürlich in einem Rechtsstaat Überprüfungsmöglichkeiten haben. Und das ist auch gut so. Dafür leben wir in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat. Und wir werden auch weiterhin hart gegen Verfassungsfeinde vorgehen. Und das ist auch etwas, was ich heute noch mal sagen möchte. Das ist ein ganz normaler Vorgang.
dass man vor Gericht mal bestätigt wird. Wir sind es vor kurzem bei dem Verbot der Tribunes geworden. Das war jetzt auch erst vor kurzem. Da hat das Gericht uns bestätigt. Jetzt haben wir in Teilen mal verloren. So ist es in einem Rechtsstaat. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Also akzeptieren Sie die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts nicht? Das gehört auch zu einem Rechtsstaat dazu. Und es geht ja jetzt nur im Eilverfahren. Das Hauptsacheverfahren steht ja noch aus. Okay. Vielen Dank. Sehr gerne. Das Bemerkenswerte ist ja eigentlich das Lachen am Anfang gewesen, dieses so, ich zurück, ich? Warum denn ich zurücktreten? Dann muss man Nancy Faeser einfach auch mal Danke sagen. Dank ihr, dank dieser Klatsche in ihr Gesicht, dank Nancy Faeser und dieser ganzen Compact-Sache war das News-Mikrofon gestern Abend in der Tagesschau, wurde von vielen Millionen Menschen gesehen, wie es da mitten vor ihr steht. Das war einfach schon mal hervorragend, dafür kann man Danke sagen. Und dann möchte ich sagen, nein, es ist nicht vollkommen normal, dass die Verfassungsministerin bewaffnete und vermummte Beamte in eine Redaktion schickt, diese schließen lässt, den Chef im Bademantel morgens um 6 Uhr weckt, die Möbel, die rechtsextremen Möbel und Stühle rausträgt und dann paar Tage später von einem Verwaltungsgericht zurückgepfiffen wird, weil die Verhältnismäßigkeit zwischen Pressefreiheit und dem Problem, das dieses Compact-Magazin darstellt, nicht gewahrt wurde. Das ist nicht vollkommen normal. Das ist einfach eine riesengroße Katastrophe, weil jeder Journalist denkt sich, jeder Journalist, der vielleicht von der Meinung abweicht, man muss nicht so weit abweichen wie Compact, aber denkt sich jetzt, sollte ich das jetzt noch publizieren? Weil am Ende schicken die mir erstmal die Bullen hier rein und das Gericht macht es vielleicht hinterher wieder zurecht, aber trotzdem ist man davon ja eingeschüchtert. Es ist einfach nicht normal, nicht verhältnismäßig und eine gigantische Katastrophe für das Vertrauen in das Tun dieser Regierung. Aber das Schöne, was wir an diesem Vorgang wirklich live sehen konnten, ist das Funktionieren von Politik und politischem Denken. Das ist so, als wenn ein Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei gestoppt wird und sich dann lächelnd hinstellt und ein Statement abgibt. Ich möchte an dieser Stelle erst einmal sagen, dass der Rechtsstaat funktioniert und ich bedanke mich ausdrücklich bei der Polizei, dass ich hier gestoppt worden bin. Das zeigt, der Rechtsstaat funktioniert und ich kann nicht immer Glück haben. Manchmal komme ich durch, manchmal komme ich nicht. Das ist ja, also als Rechtfertigungsstrategie ist das schon ziemlich irre. Aber das ist einfach, man sieht an diesen, und Jonas hat das ganz interessant mit einem Detail erwähnt, die rechtsradikalen Möbel. Das illustriert ganz gut die Schärfe dieses Schwerts eines Vereinsverbotes, bedeutet nämlich, dass dem Staat augenblicklich die komplette Infrastruktur dieses gefährlichen Vereins gehört. Das heißt, auch beim Verbot der islamistischen Moschee in Hamburg werden Liegenschaften und Vermögenswerte automatisch vom Staat erstmal übernommen bis zur endgültigen juristischen Klärung. Und in diesem Falle gehört eben auch die Redaktionseinrichtung, wenn ich die Rechtssicht von Frau Faeser teile, dass es sich um einen aggressiv-kämpferischen Verein zur Überwindung der Rechtsordnung handelt, gehören auch die Einrichtungsgegenstände erst einmal dem Staat, um zu verhindern, dass er weiter handlungsfähig ist und sein verderbliches Tun dort weiter verfolgen kann. Nur, das hat eben mit Pressefreiheit gar nichts zu tun. Und der Rechtsstreit geht jetzt darum, ob die Pressefreiheit hier bedroht worden ist und ob eigentlich ein Presseorgan tatsächlich so ein Verein ist oder eben nicht. Also es ist sehr trickreich, was sie da unternommen hat, auch wenn man jetzt nicht zwangsläufig Fan von Compact sein muss. Also ich fand das Magazin jetzt auch nicht wirklich überzeugend, aber darum kann es eigentlich nicht gehen. Das ist, kann nicht der Gegenstand. Das Entscheidende, bis die Entscheidung getroffen ist, das wird Monate und Jahre dauern, wird sie aller Voraussicht nach nicht mehr im Amt sein und dann ist das alles kalter Kaffee von gestern. Niemand interessiert sich dafür und sie hat gemacht, was sie gemacht hat.